Heute am 19.11. ist für uns kein normaler Tag, denn heute ist ein Aktionstag gegen Cybermobbing und Hass im Netz. Wer Handysektor kennt, weiß, dass wir Mobbing in jeder Form, egal ob off oder online, verurteilen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auch gegenüber Hasskommentaren eine ganz klare Meinung habe. Aber anscheinend ist noch nicht allen Menschen klar, dass Hass off oder online einfach gar nicht klar geht. Und deswegen habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, die uns mal mitnimmt in die absurde Welt von Online-Hatern und uns aber auch erklärt, welche Konsequenzen Online-Hass haben kann. Wenn ich an Schulen bin, dann bekomme ich manchmal von Cybermobbing-Fällen mit und ich muss ehrlich sagen, das nimmt mich oft ganz schön mit. Meine Expertin, die ich heute hier zu Gast habe, die setzt sich beruflich ständig mit krassen Hassattacken online auseinander und davor habe ich echt größten Respekt und freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Und zwar ist es Clara von HateAid. Clara, stell dich und deine Arbeit doch vielleicht mal kurz selbst vor. Hi, ich bin Clara, ich bin Betroffenenberaterin bei HateAid. Wir beraten dort alle Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind und bieten eine emotional stabilisierende Erstberatung, Kommunikationsberatung, Sicherheitsberatung und auch Prozesskostenfinanzierung. Eigentlich ist es super einfach und es sollte jedem klar sein. Was im direkten Kontakt nicht klar geht, das geht auch online nicht klar. Und trotzdem beleidigen und drohen viele Menschen anderen online. Clara, kannst du erklären, woran das liegt? Menschen werden gerade im Internet beleidigend oder üben digitale Gewalt aus, weil sie eben nicht wie im richtigen Leben, im analogen Leben, einen Gegenüber haben, der natürlich eine natürliche Hemmschwelle darstellt und sonst die Person daran hindert, solche Gewaltakte eben auszuüben. Hinzu kommt, dass Leute sich in der Anonymität des Internets ziemlich sicher fühlen und auch keine Konsequenzen befürchten müssen. Viele wissen, dass die Strafverfolgung nicht einfach ist und viele wissen auch, dass die meisten Leute Beleidigungen oder andere Straftaten im Internet auch nicht anzeigen. Zudem ist es auch schwierig, gerade wenn solche Sachen auf Plattformen passieren, dort Unterstützung zu bekommen. Und das wissen natürlich die TäterInnen auch und deswegen ist die Hemmschwelle umso geringer, dort eben Hass zu verbreiten. Klar, online sinkt die Hemmschwelle und einige Leute fühlen sich dann plötzlich ganz mutig. Aber trotzdem ist im Netz ja nicht alles erlaubt. Kannst du uns mal sagen, welche Konsequenzen sowas wie Hassbotschaften, Drohungen oder Beleidigungen online für Täterinnen und Täter haben können? Konsequenzen für TäterInnen können zum einen Konsequenzen sein, die von der Plattform ausgesprochen werden. Das heißt, dass sie eventuell geblockt werden oder für eine Weile gesperrt werden. Oder es können natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen auf TäterInnen warten. Das heißt, im Zuge einer Strafanzeige können natürlich verschiedene Strafen ausgesprochen werden. Da reicht das Spektrum von Geldstrafen sind es zumeist oder aber auch, wenn Personen nicht fähig sind, Geldstrafen zu bezahlen, kann im schlimmsten Fall auch eine Haftstrafe drohen. Mal angenommen, ich habe irgendwas gepostet, wache morgens auf und plötzlich ist in meinen Instagram-DMs ein richtiger Hate-Storm. Was kann ich jetzt am besten tun? Im akuten Fall eines Hate-Storms sollte man vor allen Dingen erstmal Ruhe bewahren und sich nicht zu Kurzschlusshandlungen hinreißen lassen, die dann wiederum vielleicht das Ganze noch verschlimmern könnten. Man sollte sich erstmal zurücklehnen, erstmal durchatmen und am besten erstmal mit einer vertrauten Person über die ganze Geschichte sprechen, sich erstmal anvertrauen und sich Unterstützung suchen aus dem Umfeld. Dann wäre es wichtig, dass man eben schaut, dass man Beweise gut sichert. Das heißt, wenn man Nachrichten bekommt, Kommentare bekommen hat, dass man rechtssichere Screenshots davon macht. Das heißt, dass man Screenshots anfertigt, wo unbedingt Datum und Uhrzeit zu erkennen sind und wo auch der Kontext der Unterhaltung oder des Sachverhalts zu sehen ist. Ihr helft jetzt ja Betroffenen von Hassattacken. Wie läuft es denn ab, wenn man sich bei euch meldet und Hilfe braucht?
Ja, die Betroffenen melden sich bei uns mit unterschiedlichen Anliegen und als allererstes schauen wir in einer emotional stabilisierenden Erstberatung, was die Person akut braucht. Manche Personen brauchen eine ausführliche Sicherheitsberatung, die auch einschließt, ja, welche Daten sind über die Person im Internet zu finden, ist die Adresse vielleicht sogar online, müssen diesbezüglich Schritte unternommen werden. Dann schauen wir eben auch, ob es Bedarf hinsichtlich Kommunikationsberatung gibt. Das heißt, dass wir gemeinsam eine Strategie erarbeiten, wie man zukünftig im Internet auftreten möchte. Oder auch, wie gehe ich jetzt mit einem Shitstorm um, der mich akut betrifft, oder mit Anschuldigungen, die mir zugesprochen werden. Und zudem unterstützen wir auch dabei, wenn die Person juristisch gegen Nachrichten oder Kommentare vorgehen möchte und schauen, was dort nächste Schritte sein können. Und wir prüfen auch gerne, ob eine Prozesskostenfinanzierung in diesem speziellen Fall in Frage kommt durch uns. Und was ist denn, wenn ich mitbekomme, dass Freundinnen oder Freunde von mir online fertig gemacht werden? Hast du da Tipps? Wie kann ich denn da am besten helfen? Wenn ihr mitbekommt, dass Personen angegriffen werden, dass Freundinnen angegriffen werden, dann ist es immer gut, Präsenz zu zeigen und ja, online unterstützende Kommentare zum Beispiel zu schreiben oder auch Direktnachrichten. Ruft die Person an, wenn ihr den Kontakt habt, und ja, teilt einfach mit, dass ihr da seid, dass ihr unterstützend da seid. Oder wenn ihr die Energie habt, dann diskutiert auch gerne sachlich mit den Haterinnen. Und wichtig ist dabei eben sachlich zu bleiben, sachliche Argumente zu bringen und nicht emotional zu werden und endlos Diskussionen zu führen. Clara, du hast jetzt ja wahnsinnig viel Erfahrung, was solche Hassattacken online angeht. Gibt es etwas, was du gerne allen potenziellen Täterinnen und Tätern sagen würdest? Allen TäterInnen kann ich nur mitgeben, bevor ihr irgendwie was schreibt, denkt kurz darüber nach, würdet ihr das auch einer Person direkt ins Gesicht sagen? Wenn nein, ist es vermutlich nicht angebracht und wähnt euch nicht sicher in der Anonymität des Internets. Definitiv nicht. Die Zeiten sind vorbei. Und gibt es denn auch was du gerne allen Betroffenen mitgeben würdest? Alle Betroffenen von digitaler Gewalt kann ich nur ermutigen, sich Hilfe zu suchen, sich Unterstützung zu holen. Das kann sein, mit Freunden darüber zu sprechen oder auch eine spezialisierte Beratungsstelle wie Hate8 aufzusuchen, sich dort beraten zu lassen. Und aber auch solidarisch zu sein mit allen anderen Betroffenen, die Gewalt im Internet erfahren haben. Und ja, hier und dort ein positives Kommentar hinterlassen, eine Direktnachricht schreiben und Mut zu sprechen. Solidarisiert euch. Liebe Clara, herzlichen Dank, dass du hier im Video dabei warst. Ich glaube, aus deinen starken Worten, da kann jede und jeder was mitnehmen. Und ich kann abschließend auch wirklich immer nur wieder betonen, wir haben so viel in der Hand. Wir entscheiden jeden Tag mit unseren Taten, zu was für einem Ort wir das Internet machen. Vielleicht lassen wir Hass und Hetze doch einfach draußen. Ich fände es schön.